Dillinger. War der nicht mit mir im Turnier? Was ist dann mit Nergo gegen Zuschauer? Ja, das kommt noch. Aber ich höre ja nicht mit einer Niederlage auf. Von daher. Stream geht ja noch ein bisschen. Good luck, have fun. So. So. Achso, der Hotkey ist wieder umstellen. Ja, aber ich will ja mit einer ernsthaften. Also, wenn ich gegen euch spiele, dann seid ihr entweder komplett unter dem Ladder-Niveau, was ich hier habe, oder komplett über dem Ladder-Niveau. Ist beides möglich. Aber ich möchte gerne meine Ladder-Session quasi abschließen mit einem Sieg. Weil Viewer Games oder Viewer versus Nergorix ist dann ja schon ein bisschen was anderes. Das spiegelt dann das nicht so ganz wider. Aber so ein bisschen mache ich, glaube ich, noch. Ja, vielleicht. Also die Frage ist ja, ich kann ja schon mal fragen, wer möchte denn gleich gegen mich spielen? Das können wir ja schon mal machen. Aktuell 27 Zuschauer, wenn ich das hier richtig sehe. Vielleicht finden sich da ja gleich ein paar. Ich will jetzt endlich mal ankommen in der Base. Ja, Headshot. Sogar ein bisschen mir voraus. Ich bin ein bisschen spät an die Natural gefahren. Jetzt habe ich jetzt auch Supply blockt, weil die Hedge noch nicht durch ist. So. Achtung, Proxy oder sowas. Der ist Zerg. Warum sollte das Proxy sein? Das ist was Rotes auf der Karte. Das ist eine Hedge. Das ist aber in der gegnerischen Base. Die Map ist so klein. Das ist kein Proxy. Du meinst. Ja, es war ein Overlord dann. Ja, da ist er. Also als Zerg zu Proxy, da kannst du ja nur eine Proxy Head spielen. Und dann hätte er jetzt zu wenig Linge, als dass ich das rechnen würde. Scheiß Position. Ah, jetzt geht's. Unsere Streitkräfte, wir brauchen mehr. Kommt noch viele sind daher.
Oh, das wäre gut gewesen. Jetzt auch übrigens keine Menge. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Puh, das war ja hin und her. So. Naja, gut. So. Ingame-Turnier ist schon vorbei. Sehe ich schon gar nicht mehr. Oder wir hätten noch mal ein neues spielen können um 20 Uhr. Ah, jetzt ist es zu spät. 22 Uhr ist definitiv zu spät. Ich würde sagen, ich mache noch mal so ein, zwei Partien Ladder. Und dann können wir vielleicht mal gucken, wer mitmachen möchte. Viewer versus. Wenn sich da Leute finden, könnt ihr euch gerne jetzt schon im Chat melden. So. Ich kann auch mal den Titel wieder ändern, wenn das hier zu großen Verwirrungen führt. So. Gegen einen Terraner, Tommy. Protoss gegen Terraner. So, ja, guten Hunger, Eloy, wobei er das wahrscheinlich nicht lesen wird. Der redet schon wieder zu viel. Weil die zu viel reden, schießen im Regelfall. Ein Tommy. Genau. So. Double Gas Opener. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen.
Gehen mal einen anderen Rückweg. Ich werde jetzt nicht proxyen, aber falls er gemerkt hat, dass ich ihn nicht mehr hinterherfahre, denkt er vielleicht, ich proxy. So. Wobei, nee, wir sneaken gleich uns nochmal hier rein, tatsächlich. Versuchen es zumindest. Okay, der Worker ist auf jeden Fall angekommen, sonst hätte ich nämlich gedacht, vielleicht geht er auch auf eine Proxy Factory oder sowas. Oh shit. Pylon vorher nicht gebaut, weil ich meinen, den normalerweise immer baue mit dem zurückkommenden WBF. Natürlich jetzt ärgerlich. Ja. Müsste jetzt aber nicht gehen. Ja, Pylon, Schmylon, sag ich immer. Keine Echse. Factory. Also vermutlich entweder Widow Mines. Oder alternativ Aliens. Aktuell scheint er gar nichts daraus zu bauen. Aber die Barracks baut was. Und der Cyclops, okay. Nein, töte doch den Worker! Gefährlichst! Den Nexus nicht bekommen, ne? Die Robo ist auch durch. Er baut wieder was daraus. Ah, er ist gelandet, okay. Alter Cyclone Marine. Dies müsst ihr in einem. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht okay. Gut, ja. Soweit so schön. Wir sollten gleich dringend zwei Observer bauen. Einen nach vorne, einen nach hinten, falls nochmal eine Banshee in der Jagd kommt. Oh, ich dachte gerade, ich hätte den eingesperrt. Das wäre ärgerlich gewesen. War es aber glücklicherweise nicht. So. Kalt ist die Leere. Hier ist zusätzliche. Ich bin hier in den Schatten. Zarek würde jetzt sich wieder riesig aufregen über Cyclones, über Liberator. Hallo! Hier zu Recht auch, wie man sieht. Was ist. Sie haben mich aber auch dumm angestellt. Das muss man definitiv zugeben. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. So. Frage
ist halt, ob das überhaupt so sinnvoll ist, hier auf Zedditz zu gehen. Er geht weiter auf Halien. Ups. Wir sind. Ihr habt nicht genügend. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Dann würde ich sagen, müssen wir gleich mal loslegen. Oh Gott, ich kann mich wieder hier nicht einwallen. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur. Viel zu wenig. Ich hätte viel mehr Gates gebraucht. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber der Spielstil von meinem Gegner ist auch etwas verwirrend für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Muss man auch noch vernünftig splitten. Das, was ich nicht besonders gut kann. Ja, ihr dürft auch alle mitfighten, bitte. Ja, geil, jetzt sind die Gates alle unpowered. Ach, Mann, das hätte ich nicht verlieren müssen. Ich hätte einfach Gates bauen müssen. Weil dann hätte ich hier einfach weitergemacht und alles ist gut. Nee, Storm war nicht mal angefangen. Also doch, angefangen habe ich es, aber fast fertig war es noch lange nicht. Aber das habe ich ja am Anfang bewusst gecuttet, weil ich dachte, er geht dann doch auf Mac. Das war sehr merkwürdig, was er da gespielt hat. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Es hat mich sehr verwirrt. Ich wusste, dass dann letzten Endes doch so viele Marines hinterherkommen, hätte ich natürlich Storm früher angefangen. Naja, bei sowas wünscht man sich ein Best of Three. So. Sehr schön, Crosby. Und jetzt auch in der FDP. Was haben denn heute so viele Leute aus der FDP? Wobei es, glaube ich, ein anderer Clan ist. Okay. So, Terran. TVP. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Das hatten wir, glaube ich, heute noch gar nicht. Oder? Nee, ich glaube, der hat es noch andersrum. Ich hätte mal eigentlich ja Bock auf einen Ghost Rush, ne?
Oder auf News. Aber das war ich mir, glaube ich, lieber für Viewer Versus auch. Die machen erstmal ganz normalen, normales Match hier, TVP. So. Zack. Ich scoute mal mit einem WBF. Denn ich würde ganz gerne direkt Reactor First spielen, weil er mich auch direkt gescoutet hat. Oh, das ist nicht so schön. Nein! Unsere WDFs werden angegriffen. Aber sicher! Bereit machen, Jungs! Schlechte Neuigkeit? Der kann ich nicht bauen! Die kauf ich! Wow, eigener Schreck! Worauf soll ich ballern? Durchgeladen und entsichert! Nicht genügend Mineralien. Okay. Positiv. Er hat echt ein Schild bitte? Nee, hat er nicht. Was macht denn dieses WBF da? Upgrade der Kommandozentrale fertig. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Okay. Also er committet sehr, sehr viel da rein. Das kann man immerhin festhalten. Könnt ihr da mal bitte gefälligst stehen bleiben? Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. In Ordnung, hier komme ich! Geht klar. Nur zu. Nicht genügend Mineralien. Kommt noch was? Durchgeladen und entsichert. Geht klar. Befehle erhalten. Los, los, los! Jawohl. Erweiterung. Da hat eine scheiß Shield-Batterie. Nicht genügend Mineralien. Kann's kaum noch erwarten. Benötige weitere Depots. Abmarsch bereit. Roger. In Ordnung. Freu mich schon drauf. So, so. Warum ich auch komplett aufgehört habe, Worker zu bauen, weiß auch keiner, ne? Ich kümmere mich drum. Wird gemacht. Benötige weitere Depots. Hallo, können wir mal Worker bauen? Gas. Forschung abgeschlossen. Kommt noch was?
Nicht genügend Mineralien. Abmarsch bereit! Jawohl! Freu mich schon drauf! BBS bereit! Los, los, los! Kannst kaum noch erwarten! Warum nicht? Jetzt kannst du mal bitte Medi wegbauen. Halt, dass er schon geäxt hat, ne? Wenn ich endlich ein Medi weg habe, kann ich auch nicht mal stimmen. Jetzt kommt doch dahin! Ist jetzt getötet, bitte? Gut, dass ich einen Tank gebaut habe. Könntest du diesen beschissenen Tank jetzt vielleicht mal ausladen? Warum bist du denn nicht weitergeflogen? Na komm, geh mal raus, Franzosen. Immer diese Franzosen. Die Franzosen aus der FDP, das sind die schlimmsten. Ah, das hätte ich nicht machen müssen. Das hätte ich halten können. Aber der spielt auch nichts anderes, so wie der gespielt hat. Ist der gleiche nochmal. Dann werden wir ihn jetzt halt mal abwehren. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gut. Mal schauen, wenn er wieder kämpfen möchte. Mal gucken, wie ich mich verhalte. Ob ich lieber... Soll ich eine Forge First spielen? Das wäre aber ein bisschen zu lame. Ja, das machen wir nicht. Er kommt auf jeden Fall schon wieder früh. So. Natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt natürlich eingewollt bin, aber wir werden das zu unserem Vorteil nutzen. So.
was das baut. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Bin gespannt, was da so kommt von ihm. Nicht genügend Energie. Problem ist, ich muss hier gleich meinen Pylon wegreißen. Schade, dass das auch ist. Auch ein Starker auch mal gespielt. Nicht genügend Energie. Ihr benötigt mehr Vespingas. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Sehr gut erkannt, Randomod. Ja, Gott. Ich würde gleich gerne mal Chrono-Booster auf mein Morbgate drücken, um ehrlich zu sein. Weil so langsam bräuchte ich das. Ich bin hier in den Schatten. Nicht genügend Energie. Ganz wie ihr wollt. Ich bin hier. Nicht genügend Energie. Stellen wir uns mal die Eco-Line. Mein Gott. Ah, da ist schon einer. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Fehlen halt so ein paar Ressourcen, ne? Da ist das Olke. Tatsächlich. Ich bin Nosferu Unadara. Hat er genug für zwei Menschen? Im Namen der Ehre. Ihr benötigt mehr Vespingas. Klatu. Kalt ist die. So, jetzt hat er leider eine Forge. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr benötigt. Trotzdem werden wir uns nochmal hier welche in die Hinterhand. In der Hinterhand behalten. Forschung abgeschlossen. Ich komme aus dem Schatten. So. Gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Wir brauchen jetzt auch mal eine Forge, um uns abzusichern gegen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Dings. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend. Gegen die Phoenixes. Was er die reinschickt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Jaha. Baue ich doch schon. Hatte ich zumindest die Hoffnung. Ich bin die Stimme der Fische. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend.
Erste Mal gleich eine Halluzination? Ne. Mineralienfeld erschöpft. Gut. Jetzt gib mir doch mal so eine Probi. Ich spiele ja nicht gut. Die Himmel warten. Du müsstest auch schon viel früher auf eine Tritte gehen eigentlich. Bisschen früher, aber nicht wirklich. Damit kann ich zufrieden sein. Wir sind eins mit den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Kassa, mein Leben für Ajur. So, und eigentlich müssen wir jetzt gegen pushen, spätestens mit 2-0. Ich hoffe, er geht jetzt nicht auf Mascaria schon. Double Robo. Das sieht aber noch nicht nach R aus. Double Robo hat er allerdings. Double Dingens hat er allerdings. 1-0, viele Immortals. Das ist aber tatsächlich nicht das Allerwildeste. Weil Arkans sind dagegen auch nicht so schlecht. Hier müssen wir natürlich mal noch mit Ding setzen. So. Mein Leben für Ajur. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Also Schilde. Relativ stark auf die Arken setzen wollen. Mein Leben für Ajur. Komm. Verschmelzung ist ab. Upgrade durchgeführt. Na gut. Mein Leben für Ajur. Wir können natürlich auch in Richtung des Raptor jetzt gehen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Was haben wir so gemacht? Ja, ich höre das Geräusch. Ich habe es zwar erst spät wahrgenommen, was es war, aber ich habe gedacht, da geht doch jemand durch irgendwelche Rocks. Aber er weiß es leider auch. Der geiles Timing zum Supply Block sein, ne? Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Mein Leben für Ajur. Dies müsst ihr nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Das ist eine richtige Scheißposition für mich. Mein Leben für Ajur.
Boah, nur diese beschissene Position kostet mich das gesamte Spiel. Mann, das hätte ich nicht verlieren müssen. Wenn ich da nicht so beschissen engaged hätte. Ich muss aufpassen, dass ich darf da keine Gates an die dritte bauen. Das kostet mir schon häufiger, das Spiel. So. Nein. Nein, Eldolo. Du hast nur ein Pylon. Also normalerweise warpen Pylons langsam. Und wenn die in der Nähe eines bauenden Nexus oder halt fertigen Nexus stehen oder eben in der Nähe eines ausgeklappten Gateways oder eines ausklappenden, geht sogar auch, dann ja, dann reicht das, dann warpen die schneller. Aber die Anzahl hängt davon nicht ab, dass von hinten drauf gehen soll. Das Problem ist, er hat mich ja getrackt, er wusste ja, wo ich stehe und ich wusste eben zu spät, wo er stand. Und deshalb konnte ich dann in die vernünftige Position gehen. Aber das Hauptproblem war einfach, dass ich mich da zu sehr immer zubaue an der dritten. Das darf ich nicht mehr machen. Ich versuche halt immer meinen Tech aufzusplitten, auch die Gates, falls er in meiner Main einen Warp-In macht. Aber seien wir mal ehrlich, wenn in der Main Warp-Gates fallen, dann ist das meist auch nicht so wild. Das ist eigentlich nerviger halt, dass ich da geblockt werde. Also ich sollte die Gates lieber in die Main oder die Natural bauen. Und eben nicht da an der dritten. Und wenn schon an die dritte, dann eben nicht so, wie ich es da getan habe, damit ich mich komplett selber blocke. Weil den Fight hätte ich gewonnen. Bin ich mir ziemlich sicher, meine Upgrades waren besser als seine. Wobei das einzige Shield-Upgrade, glaube ich, erst im Fight fertig wurde, was natürlich schade ist. Aber hätte meine Arcans direkt am Anfang mit drauf schießen können, wäre es nochmal deutlich besser gewesen. Aber gut, so ist das manchmal. Zumal ich das Gefühl hatte, dass ich den definitiv schlagen kann. Also ich glaube nicht, dass der der bessere Spieler ist. Aber in einem Best of Three hätte er gewonnen. Muss man sagen. So ist das dann manchmal. So, TVT auf dieser Map. Yay! Huhu! TVT! Bestes Matchup! Alle lieben es! Yay! Komm, bau! Nur zu! Schlechte Neuigkeiten? Nicht genügend. Das ist immer die Frage, muss ich ihn jetzt von da erwarten oder von hier? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass er versucht, mein Dings zu snipen. Ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier spiele. Das improvisiere ich gleich so ein bisschen. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal an der richtigen Stelle gelauert. So, wir brauchen noch mal einen Cyclone. Einen Cyclone, nichts mit diesem WBF. So. So. Hier fehlt irgendwie noch mal einer im Gas. Nee. So. So. Systeme nominal. Zyklon einsatzbereit. Das war ja mal ein gutes Timing, würde ich sagen. Schon unterwegs. Abmarschbereit. Los, los, los! Nicht genügend Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So. Ich müsste vielleicht mal scannen, was unser Gegner so macht. Nicht genügend Mineralien. BBF einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Ich brauche mir Depots. Nicht genügend Mineralien. Depots. Nicht genügend Mineralien. BBF Erweiterung fertiggestellt. Aha.
Aha. Fällt mir nicht. Ich walze alles platt. Genau, darauf hoffe ich, Tank, dass du alles platt walzt. Nicht unsere WBFs werden angegriffen. Hier komm ich! Worauf? Gut. Los geht's. Schade. BBF einsatzbereit. BBF bereit. Nur zu. Zyklon auf Empfang. BBF einsatzbereit. BBF bereit. Nicht genügend Energie. Nicht genügend. So. Warum ist zum Beispiel die zweite Barracks nicht mit auf dem Hotkey? Kann mir das mal jemand erzählen? Warum baue ich jetzt einen Router? Das ist auch Quatsch. So. So. Hier komm ich. Darf sonst noch was sein? Nicht genügend Mineralien. Nicht BBF einsatzbereit. Immer noch Cyclones. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Interesting. Abmarschbereit. Durchgeladen. Sehr, sehr interesting. Bräuchten wir gleich mal noch ein bisschen mehr Production schon mal wieder. Weiß noch nicht, was ich jetzt, wie gesagt, richtig spielen will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gleich mal pushen möchte. Ich habe Stim, ich habe einiges an Tanks. Dritte soll jetzt sowieso losfliegen. Das ist immer ein gutes Zeitfenster, um zu pushen. Supply Lock sein heißt auch immer, pushen ist gut, weil dann kann man das Supply loswerden. Das andere, was ich natürlich noch nicht habe, sind Combat-Schilde. Oh. Ich weiß Bescheid. Ich habe noch keine Combat-Schilde. Nein. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld. An die Post. Schießen Sie los. Abmarsch bereit. Was gibt's? Worauf soll ich? Kommt noch was? Ja, da kann ich jetzt natürlich wieder nicht reingehen, wo der Tanks hat. Gleich mal einen zweiten Starport. BBF einsatzbereit. Benötige weitere Depots. Aufgedankt und einsatzbereit. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Schlechte Neuigkeiten? Ist ja nicht. Was wichtig?
So. Gut. Haben wir das geklärt? Ich habe weniger Marines, als ich dachte, dass ich hätte. Ja, kommt bitte alle nach vorne. Mann. Benötige weitere, gibt nicht genügend Mineralien. Erweiterung fertiggestellt. Ich habe keine Scans. Benötige weitere Depots. So. Ja, Depots. Sollte auch mal Liberator, glaube ich, bauen, ne? Okay, jetzt müssten wir eigentlich Echsen die Nein. Da soll doch kein Marine mit bei sein. Wo sind denn meine ganzen Vikings? Nein! Blöde Einheiten, macht doch gefälligst das, was ich euch befehle. Durchgeladen und entsichert.
Mineralienfeld erschöpft. Worauf soll ich ballern, Sir? Kommt noch was? Wir sind nur die Gesamte mit dem Fuß. Können wir sie aufsammeln? Kannst kaum noch erwarten. BBF einsatzbereit. Wo ist der Notfall? Kommt jetzt von dort. Abmarschbereit. Hol mich jemand hier raus. Laut und deutlich. Hol mich jemand hier raus. Unterwegs. Nur zu. Nur zu. Ja, ja. Kapiert. So. Wow, Eigenerschreck! Was dicht hier? Von mir aus. Okay. Er kann ich nicht bauen. Schlechte Neuigkeit? Waffen? Was liegt an? Ja, das ist der Grund, warum TVT einfach scheiße ist, ne? Diese Phase im Spiel. Ist einfach blöde. Ich denke, ihm geht es ähnlich wie mir. Er will seine Marines loswerden. Das Problem ist, wenn man da jetzt zu dumm mit umgeht, dann kriegt man auch schnell ein Problem. So, ne? Und sonst so? Kommt noch was? Bereit machen, Jungs! Immer mit der Ruhe! Upgrade der Kommandozentrale fertig. Benötige weitere Depots. Bereit. Wer hat die Flotte gerufen? Mineralienfeld erstellt. Also wie gesagt, mir geht es eigentlich nur darum, die möglichst effizient vielleicht noch abzutraden, die Einheiten. Für was anderes ist das schon gar nicht mehr. Siege doch! Was macht denn mein Raven da? Warum hat der da nicht die Anti-Armor-Missile reingehauen? Wie ich ihm das befohlen habe. Ach, das ist doch eine Scheiße. TVT, ne? Was ist los hier? Schießen Sie! Und nun? Bestätigt. Hey. Jetzt habe ich wieder kein Gas mehr. Wer hat die Flotte gerufen? Deshalb jule ich jetzt erstmal, weil ich habe ja kein Gas. Einsatzbefehl. Mineralienfeld erschöpft. Wir sind an Bord. Auftrag angeben. Starten. Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. So, er dürfte jetzt eigentlich gleich mal losfliegen. Kreuzer einsatzbereit. Erschöpft.
hat die Flotte gerufen? Zum Sieg. Nicht genug Mineralienfeld erschöpft. Jep. Schlechte Neuigkeiten? Auftrag angegeben. Scanne Kaufbitte. Auftrag angegeben. Wer hat die Flotte gerufen? Mineralienfeld erschöpft. Kurs ermittelt. Nicht genug. Unsere BDFs werden Mineralienfeld erschöpft. Nicht genug Vespingas. Bestellt. Ja, Commander. Bin unterwegs. Wer hat die Flotte gerufen? Technik steht zur Scanne, Kampf erwarte Befehle. Einsatzbereit. So. Einsatzbefehl. Auftrag angeben. Wird gemacht. Scanne, Kampf. Wer hat die Flotte gerufen? Gut. Juhu, Überstunden. Einsatzbefehl. Einsatzbereit. Immer langs. Schlechte Neuigkeiten? Gut. Gut. Haben wir noch irgendwo Idle Worker? Nö. Wie viele Worker haben wir denn? 51. Da haben wir schon ein paar verloren, ne? Können wir tatsächlich hier nochmal was bauen? Alter, wie kann man denn dieses Matchup eigentlich mögen? Kann mir das mal jemand erklären? Wer spielt das denn hier freiwillig? Wo sind denn die Medivacs? Bestätigt. Ah, wie aufregend. Befehl bestätigt. Gut. Geschwader unterwegs. Vermutlich wieder jetzt von rechts hier von hier kommen, ne? Aber. Was haben wir denn hier so? Nichts. Was ist los? Laut, was ist das Ziel? Wer hat die Flotte gerufen? Waffen geladen und einsatzbereit. Basis wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Nicht genug. Jawohl! Technik steht zur Verfügung. Wer hat die Flotte gekriegt? Ja! Alter, dieses Matchup ist ja wohl der Shit, ja? Das Schlimmste, was es gibt.